Weiter geht's mit City Escape im klassischen Stil. Level spielen, weitergehen. Da habe ich das schon begrüßt. Achso, herzlich willkommen. Ja. Oh ja, ich liebe das Level so, die Zone so. Allein schon die Musik ist einfach mega gut. Allerdings wollte ich die ganze Zeit die Fresse halt einfach nur Musik lauschen, wirklich, ganz ehrlich. Da bin ich ehrlich. Weil die einfach so geil ist, bin ich. Jetzt höre ich ja übrigens das Lied, solche Lieder von Sonic zum Beispiel, höre ich ab und zu auch mal, also höre ich auch privat. Also ich höre ja, weil Sonic ist zum Beispiel ist eins der Spiele, wo ich Soundtracks auch echt privat gerne höre. Vor allen Dingen das hier. Andere Spiele, von denen Soundtrack ich gerne höre, ist zum Beispiel Xenoblade Chronicles X. Es ist halt von dem Produzenten von Attack on Titan dabei und deswegen. Ich schreie hier gerade voll rum. Naja, und das sieht höre ich auch, ja, genau wie das Fistbump von Sonic Forces höre ich auch ganz gerne. Es ist ein gutes Lied. Und das Lied ist auch eines meiner Favoriten. Und irgendwie will der mich wirklich, der Truck, der will mich umbringen. Wenn ich nach oben darf. Nenn ich mal Roboter. Danke. Okay, ich sollte aufhören zu singen. Und so mitzuwippen. Es fällt mir echt, ich sag's euch jetzt, es fällt mir unglaublich schwer, jetzt hier in diesem Part nicht mitzusingen. Also ist ja ein bisschen peinlich, ne, wisst ihr? So kriegt man auch die roten Sterne bringen, ne? Boah. So kriegt man es natürlich auch hin. Einfach mitnehmen lassen, mitreißen lassen. Ist okay, Spiel. Ist okay. Ah, fuck. Ich hab nicht immer Glück. Da oben wäre ein Skateboard, aber da komme ich jetzt irgendwie nicht ran. Vor allem daher auch eher über vorsichtig spielen, so im 2D-Modus. Vor allem hier kann man auch überall runterfallen. Das ist natürlich dann nicht so nett. Ja, da ist er auch schon wieder. Also den Typen, ne? Der da drin sitzt, also den. Der hat den Führerschein nicht. Der hat den Führerschein nicht verdient. Jetzt noch extra Leben. Nice. Moment. Da war rechts. Habt ihr gesehen? So ein Wanted-Schild. Ich weiß nicht, wer da drauf ist. Ich hab keine Ahnung. Und links. Links. Das Mike Armadillo. Und der Squirrel. Ich hab vergessen. Warte mal. Kann man noch hier landen? Ja. Crazy Squirrel und Mike Armadillo. Die beiden wurden bei Sonic Mania Plus hinzugefügt. Und da sieht man sie nochmal. Es ist cool, dass die Science 1993. Oh Gott, nein. Kommst du wieder? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Naja, ist auch nicht schlimm. Und hoch. So, gut. Ich weiß nicht, wie man da hier ohne Schaden. Oh Gott, das Ding dreht um. Ist okay. Ist da oben, irgendwas wieder ganz hoch. Wie hoch, weit hoch geht das denn? Okay, wir sind sehr weit oben, aber. Der Typ, ne? Hat er es bald? Wo muss ich eigentlich Gott zur Hölle? Aha. Den Typen sollte man den Führerschein entziehen, Alter. Ah, Hilfe! Der demoliert hier die Stadt, Mann. Hoi, bleib mal liegen, Alter. Nun, ah. Nun, A. Macht aber nichts.
Lied erhalten, Emeralds Hillzone. Und ist sozusagen Nummer 12. Yo. Wechseln wir mal schnell mal die Sonic. Und gehen mal mit dem Moderne rein. Denn er hat Bock drauf. Weil mit dem Moderne ist das mein Lieblingslevel. Hier in Sonic Generations, ja. So, los geht's. Ich bin ja natürlich auch nicht der Beste in diesem Spiel, aber ich gebe mein Bestes. Ich muss auch versuchen, auch zu hüpfen, ne? Na, jetzt haben wir keine Münzen mehr. Ich weiß. So, und darüber. Ach, das Level ist einfach toll. Das ist toll. Müsst ihr zugeben, oder? Es ist ein tolles Level. Ups. Ich bin ja ein bisschen konzentriert gerade dabei, weil hier die Sprünge so manchmal können unfair sein, wenn man... Oh Gott. Also man kann hier die Steuerung sehr verkacken. Das wollte ich damit sagen. War hier irgendwo ein Leben oder so? Ja, ja, da. Nehme ich gern mit. So. Warum man eben abbremst, habe ich keine Ahnung. Ja, ja. So, was steht da? Ciao in Space 2. Perfect Chaos is back with a vengeance. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Englisch. Nicht, was die Aussprache angeht. Aber halt, ich kann alles verstehen. Und ich kann es lesen und übersetzen, aber nicht. Warum ist er jetzt nach vorne gesprintet? Ich kann halt nicht, bin nicht so gut in Vorlesen. Das ist halt mein Nachteil. So. Jetzt aber. Egal. Da haben wir das Spiel der Fingers lief. Das tolle Lied wieder von vorne an. Ist auch nicht schlimm, ne? Habt ihr auch gerne. Nix ist, Alter. Kannst verrecken gehen. Blechschädel, Alter. Ne? Ups. Hi. Was geht bei dir? Oh, dieses Lied, ne? Das ist einfach so geil. Ich schwärme zu viel. Es tut mir leid. Dann nehmen wir den Bugman nochmal mit. Und dann gehen wir hier hoch. Yeah! Und da sieht man schon, der Truck, der hat nicht dazu gelernt. Der will uns immer noch. Der hat sich in uns verliebt. Oha. Aber er hat aufgerüstet. So einfach will er es nicht mehr machen. Der will uns hier hart, Alter. Der hat, ich glaube, der mag Sonic nicht, der Fahrer. Der will ihn ermorden. Uah, nein, ich wollte eigentlich nicht da, ich wollte eigentlich nach links. Ah, er wird schneller. Er holt auf gleich. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Yo! Alles klar, Digga. Das machst du richtig so. Alles klar. Ach, gut. Dann haben wir das Level auch geschafft. Kein S. Leider nicht. Leider nicht. Aber welchen Charakter haben wir denn gerettet? Ihr könnt es mir... Ihr wisst es wahrscheinlich, ne? Ihr wisst es, ihr wisst alles. Ich weiß es auch, aber nicht alles. Danke, blauer Freund. Also gestohlen bin ich auch noch nie worden. Wer könnte uns hergebracht haben und warum?
Weiß ich nicht. Wir haben auch keinen roten Dings eingreifen. Mann, war das eine scheiß Leistung von mir hier wieder heute. Oh Mann, ey. Naja. Im nächsten Part geht's denn hier hin. Ich glaube, das war Seaside Hill, wenn ich mich nicht mehr irre. Aber... nagel mich nicht drauf fest. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber jetzt war es das auch für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst die positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und auch ein Abo wäre auch lieb. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Sonic Generations. Haut rein und tschüss.